Storymäßig natürlich. Wow, wow, wow. Genau, in das Gebäude rein. Okay. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Danke. Besser an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Volles Bankkonto. 6.100. Nice. Auch ein Bankkonto. 1.000. Da ist noch ein Audio-Log. Da ist der Zack, oder? Sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Ob sie programmieren können? Klar. Ihre Arbeit gesehen, solide. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zack ist Kinderkram. Alles klar, Chef. Porsche rufen. Okay. Ah, da ist er. Eine Kamera im Porsche. Ich gebe nichts zu. Merkt doch keiner. Alles klar, so kann man natürlich auch sich durch mehrere Stockwerke bewegen, durch Kameras, die in einem Fahrstuhl sind. Praktisch. Meine Fresse. Sind hier viele. Okay. 19. Ah, da. Jetzt geht das wieder los. Meine Güte. Die illegale Medien runter. Okay. Stehen die zurückhaltend, aber die ihre Daten bringen Blumen zur Strecke. Das könnte uns beiden nützen. Ist egal, wie die Stadt gehört, das entscheiden sie. Wir wollen nur das CTOS ausschalten. Mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Wir sind immer schneller als jedes Gesetz. Wie Iraq sagt, immer anpassen. Das ist der Schlüssel. Okay, wie komme ich hier weiter hoch? Ach so. Keine Geburtsurkunde. Hypomanie. Hm.
Wenn ich diese Blumendaten hätte, wie ihr glaubt, wäre ich sehr vorsichtig. Jetzt sind schon Leute für weniger gestorben. Ihr hattet besser den Mund, bevor es Tote gibt. Wenn ihr auch hier noch einmal damit anfangt, schicke ich es an eure Jungs oder irgendwie sowas. Oh, das ist wohl hier ein Hin und Her, du. Jetzt geht das schon wieder los. Mein Gott. Das CTOS ist das Beste, was Blum für Chicago. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen. Sieht zwar mehr aufgemalt aus als alles andere, aber egal. Doch mir die Konkurrenz vorhalten. Aber wenn man weiß, was ich will, kann, was ich kann, schützt man sich mit ihrer eigenen Haare. Mein Traum ist halt. Wurde entführt, auch von Menschenhandel. Medizinstudent. Dreh dich bitte um. Danke. Kamera. Ne, die hintere da. Die gerne. Ne, nicht die. Die da. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Würdest du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldogge? Die hässliche kleine Tülle? Fathead! Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja, ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu, du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel.
Sonst noch was? Netter Typ. Erinnert mich ein bisschen an Far Cry, den Typen. Gespielt habe ich es ja noch nicht, aber Trailer gesehen habe ich ja auch schon und so. Kurz ein bisschen gehen. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Hey. Oh, neue Videos oder alte Videos? Neue Videos oder alte Videos? Hier war der Fehler. Ne, immer. Okay, das ist die alte. Error. Wo ist mein jetziges Ziel oder bin ich noch nicht gezeigt? Das wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bett. Da haben wir auch direkt ein Ziel. Hier. So. Kann ich in die Schnee schnell reisen? Ich dachte, man kann zum Verstecken schnell reisen. Naja, schon eigentlich. Ist ja noch ein anderer Wagen? Nee. Gut, müssen wir den nehmen. Steht auch ganz dick Blumen drauf. Tete. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Aiden Pierce aus. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja, da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nicky reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sei in Gefahr, sei nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, im Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. Ja, wir haben einen Plan. Und zwar brauchen wir Hilfe, um da einzudringen. Und diesen Typen spüren wir gerade auf. Es ist wirklich leider so, obwohl leider weiß ich nicht, dass ich in diesem Let's Play bis jetzt, wie ich merke, sehr wenig reden kann, weil ich dauernd irgendwas passiert. Tja, vielleicht im nächsten Projekt. Kein Job für Tyrone. Mein Konto. 5-2. Oh. Ich bin cool, alles cool.
So, letzte Mission für heute. Akt 2, kein Job für Tyro. Ich gehe ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst sein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. Okay. Klingt logisch. Eben in Fortschritt gucken. 7. von 15 ist das jetzt. Kriegen wir ein Auto. Erfolg, Erfolg. Da kriegen wir auch Autos. Und noch ein Erfolg. Okay. Jetzt haben wir die Zugang zu Bedbugs Wohnung. Wo ist diese denn? Aha. Das ging schnell. Marge lässt sich grüßen. Wer? Du hast ihn mal getroffen. Die Lispelt? Oh ja. Fuck ihr früh. Oh, das ist fies. Scheiße, sie schaut direkt zu mir. Haha. Was zum Teufel ist das? Für ein Netz. Leck mich am Arsch. Okay, oben und unten. Diesen lösen. Drehen. So. Alles ist vernetzt. Ampeln, Überwachungskameras, Züge, Mobiltelefone. In jeder Minute werden 27.800 Fotos bei Instagram geteilt. 1.875.000 Mal auf Gefällt mir geklickt und 200 Millionen E-Mails verschickt. Die hypervernetzte Welt ist Realität.